Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen auch von mir. Wir freuen uns total, dass Sie heute dabei sind, um mit uns auf die Ergebnisse des Zukunftspakets zu blicken. Mein Name ist Anna Rollwring, ich bin die Geschäftsführerin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, auch 22 im Herzen. Zukunft geht raus. Das ist der Titel der heutigen Veranstaltung. Aber dieser Titel begleitet uns eigentlich schon das ganze Jahr über. Und ich finde, dass er ganz wunderbar passt. Denn wenn ich mir anschaue, wie viele junge Menschen sich engagiert haben, sich engagieren, wie viele junge Menschen unsere Gesellschaft gestalten wollen, ehrlich gesagt gar nicht anders als sehr positiv und zuversichtlich in die Zukunft schauen. Kinder und Jugendliche haben sich beteiligt. Sie konnten ihre eigenen Ideen umsetzen. Sie wurden gehört und gesehen. Sie haben mit wahnsinnig viel Tatkraft und Begeisterung unglaublich viele tolle Ideen auf die Beine gestellt. Von Nachhaltigkeitsfestivals über mehrsprachige Theaterprojekte, Skillboxen für Körper, Geist und Seele, Fahrradwerkstätten und vieles, vieles mehr. Viele von Ihnen, die hier heute sind, haben diese jungen Menschen bei der Umsetzung ganz großartig unterstützt und ihnen zur Seite gestanden und sie in ihrem Engagement begleitet. Es braucht sie. Es braucht Erwachsene, die sich dafür einsetzen, dass Kinder und Jugendliche von ihrem Recht auf Beteiligung Gebrauch machen können. Sie zu ermöglichen und zu unterstützen. Das ist unsere Aufgabe und unsere Verantwortung. Voraussetzung dafür ist ganz viel Vertrauen in die Fähigkeiten und Kompetenzen unserer jungen Generation. Es geht darum, dass wir erwachsenen Personen auch mal loslassen. Es geht in gewisser Weise auch darum, dass wir ein bisschen Macht abgeben an der einen oder anderen Stelle. Und das nicht nur an junge Menschen, die sehr eloquent sind und stark, sondern gerade auch an diejenigen, die stiller sind, denen, die ohne Privilegien aufwachsen, denen die Hürden überwinden müssen, ganz viel zuzutrauen. Und warum glauben wir eigentlich, dass das so wichtig ist? Wir glauben, dass das wichtig ist, weil alle Kinder und Jugendlichen Expertinnen ihrer Lebenswelten sind. Sie wissen ganz genau, was sie brauchen, um gut aufwachsen zu können. Unsere Aufgabe ist, zuzuhören und zu unterstützen. Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung setzt sich dafür ein, seit vielen Jahren, dass junge Menschen gehört werden, dass wir ihnen zuhören, dass sie ihre Erfahrung ganz praktisch machen können, weil wir glauben, dass es ganz wichtig ist, das zu tun. Sie haben einerseits ein Recht darauf, die jungen Menschen, und auf der anderen Seite sind wir fest davon überzeugt, dass Beteiligung eine Grundvoraussetzung für demokratische Kompetenz ist, dass Beteiligung Innovationskraft freisetzt und dass Beteiligung gleichzeitig auch Integration fördert. Wir profitieren alle davon, also als Gesellschaft, alle Perspektiven ernst zu nehmen und zu hören, gerade auch die von jungen Menschen. Also da wünsche ich mir tatsächlich auch für die kommenden Jahre einen ganz deutlichen Paradigmenwechsel, dass wir die Interessen, Bedürfnisse, Bedarfe, Ideen und Wünsche von jungen Menschen ganz stark ins Zentrum rücken. Wir freuen uns total, dass wir mit dem Zukunftspaket unglaublich viele junge Menschen erreicht haben. 396.000 junge Menschen, um auch eine Zahl zu nennen, mit über 2.000 Angeboten und Projekten. Und das ist nur gelungen dank der Förderung des BMFSFJ, aber auch der tollen Zusammenarbeit mit der Stiftung SPI und der GSUB. Also herzlichen Dank dafür. Wir kommen aber jetzt zu der spannenden Frage, die Sie alle interessieren wird. Was haben wir eigentlich gemeinsam bewirkt? Wir hatten im Zukunftspaket die Möglichkeit, und auch da dank Ihrer Hilfe, eine Evaluation durchzuführen und genau zu überprüfen, ob und wie das Zukunftspaket wirkt. Was nehmen junge Menschen eigentlich mit, die sich mit Projekten beteiligt haben? Was hat sich für Sie und bei Ihnen verändert? Und meine Kolleginnen Johanna Ockroy und Sibyl Kadi werden Ihnen heute die Antworten genau auf diese Frage vorstellen. Ich darf aber schon so einen kleinen Cliffhanger, einen Spoiler vorab verraten. Ich kann Ihnen sagen, es hat gewirkt. Und es hat genau da gewirkt, wo wir uns das auch gewünscht haben. Zum Beispiel bei der Frage, ich kann etwas an den Problemen in meiner Umgebung verändern. Und genau das wollten wir mit dem Zukunftspaket Kinder und Jugendliche stärken. Wir wollen heute aber nicht nur die Daten sprechen lassen, sondern wir wollen selbstverständlich auch junge Menschen zu Wort kommen lassen. Und ich freue mich sehr, dass wir drei junge Menschen gewonnen haben, nämlich Manua Kunze, Dani Glas und Emma Dress, die uns aus ihrer Sicht berichten werden, welche Erfahrungen sie mit den Projekten im Zukunftspaket gemacht haben. Lassen Sie uns also gemeinsam die kommenden Stunden nutzen und die Zeit nehmen, um zurückzuschauen auf das, was viele, viele junge Menschen gemeinsam mit Ihnen in dem letzten Jahr geschafft haben. Lassen Sie uns gemeinsam Motivation und Mut tanken und schöpfen, auch für das kommende Jahr. Wir in der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung bleiben an dem Thema Kinder- und Jugendbeteiligung dran. Und ich freue uns jetzt allen gemeinsam, eine
gute Veranstaltung und wünsche Ihnen und uns viel Freude daran. Herzlichen Dank.